das hätten wir schon gesagt. Ich freue mich unglaublich, dass der sonst immer sehr dunkle Tierpark, den Sie jetzt auch noch dunkel sehen, aber tatsächlich gleich endlich mal illuminiert wird, und zwar gar nicht für die Tiere dieses Parks, auch gar nicht für unsere Mitarbeiter, sondern endlich mal auch für die vielen Menschen in Berlin, die den Tierpark auch abends und nachts erleben wollen. Lieber Herr Knierim, liebe Freunde und Gäste des Tierparks, auch bei diesem Wetter, glaube ich, werden wir hier was Großartiges erleben. Dieses Lichterfest, dieses winterliche Lichterfest hier im Tierpark. In unserem Tierpark, sage ich jetzt einfach mal, weil ich glaube, wirklich alle Berlinerinnen und Berliner haben ihn hier auch ins Herz geschlossen. Und los geht's! Ah! Ich hatte wirklich diese Freude, das schon erleben zu dürfen. Und da gab es Momente, die einen richtigen Wow-Effekt für mich hatten, wo die Seele aufgeht. Und ich habe mir vorgestellt, wenn da leichter Schnee liegt, ein bisschen Eis, und dann kommen diese beleuchteten riesengroßen Seerosen oder diese Buche, diese Märchenbuche, da geht einem einfach nur das Herz auf. Und genauso soll es den Menschen gehen, das wünsche ich allen, die hierher kommen.